Es geht los mit Zuschauerroom-Touren. Wir fangen an mit Lil Baby. Nein, kleiner Spaß. Während ich in L.A. war, kamen unfassbar viele Nachrichten rein, dass ich mir das doch wohl mal reinziehen soll. Und das Ganze werden wir jetzt machen mit 6 Tagen Ping. What's up, AD? Welcome to my bachelor pad. Oh, nicht so schnell. Oh, ist hier fast aus wie bei mir. Hier. Das sieht ja mal sehr gepflegt aus. Aber eine Sache hier schon mal, um einzuhaken. Schöne Sofas, beziehungsweise sagen wir es mal so, die schönsten Sofas sind seltenst sogar, deckungsgleich, mit Komfort. Wie willst du dich hier schön vor dem Fernseher flätzen? Kann mir das bitte einer erklären? Du kannst nur, auf diesem Sofa kannst du nur so sitzen. Du kannst dich niemals irgendwie so richtig geil hinschillen oder so. Das funktioniert einfach nicht. Sieht sehr, sehr amtlich aus. So, this is my home. I purchased this house a couple years ago and it looked nothing like this. I got my designer, Anissa, to come in and bring it to life. Good. Okay, okay. Ja gut, sagen wir es mal so. Wenn man die Lehne verschiebt, dass die wirklich hier hinten rum ginge, dann könnte das hinhauen. Dann ist es low-key ein bisschen, wie die Couch, die ich oben habe. Ich weiß nicht, ob man die schon mal gesehen hat. Irgendwo auf einem Foto bestimmt. Und da muss ich sagen, fehlt es mir auch an kompletter Liegefläche. Ich bin nicht der Größte, Körpergröße bezogen. Und ich muss sagen, mich stört das, dass die Beine, also beziehungsweise die Füße nicht mehr auf der Couch sind. Und das war vorher bei dieser Brez-Couch schon gegeben. Oder Brez, wie die Verkäufer das aussprechen, warum auch immer. Aber ich kann die Couch auch leider nicht mehr sehen, weil die so viele Leute haben. Got the whole house out completely. Everything in the house I kind of designed to my liking. Growing up, I always aspired to have like crazy houses. Of course, I'm from Atlanta and this house in Atlanta. A lot of houses in Atlanta are not like... Okay, okay, das sieht schon sehr, sehr nice aus. Ja, das ist schon sehr untypisch, so Atlanta-Style. Man würde jetzt eher denken, dass es, weiß ich nicht, L.A. oder so ist. Like this yet, they are building a lot of new houses. But from where I'm from, this is like a complete zero. Sehr, sehr nice. Auch diese, ich feiere das immer sehr krass mit den 2 Etagen, wo du dann aber von oben so ein bisschen runter gucken kannst. Wie heißt das? Atrium? Galerie? Empore? Ja, irgendwie sowas. Was ist denn nochmal ein Atrium? Ja, aber diese Galerie-Vibes. Okay, danke. Natrium, ja. Natriumchlorid in Häusern finde ich immer mega geil. Well, sure. This is like my bachelor pad, so I have company, some of the friends, some of my... Guys, and I also have like little parties. Und so ähnlich. It's like, you know, Mother's Day, Father's Day. Instead of renting out a place, we just use this house for that. Ich finde, goldene Lampen... auch schwer. So, cool little living space. On the rock sofas. I got on the rock sofas in all my houses. Kind of like these sofas because... vom Design her sind die Sofas geisteskrank. Super comfortable and they're kind of low. You can move the middle part up and down. You can lay on it a bit. I sleep a lot. So, this is why I catch a lot of Z's at when I'm here. I wanted to keep the house open so if like... Okay, okay. Wenn man die Rückenlehne verschieben kann, ja. Aber ob die Stabilität gegeben ist, ich weiß es nicht. People in the kitchen, people in the dining room, living room, showing pool, in the pool, wherever. Everybody still feel together. Originally this whole area was outside. Billardtisch kommt auch immer sehr, sehr gepflegt. Ich wette, man spielt das so einmal im Monat, wenn überhaupt. Aber so diese Luxury-Vibes gibt das auf jeden Fall. The wall maybe stopped from right here. Auch hier die Lampe feiere ich nicht so krass. Die sieht so irgendwie unpassend aus. I want them to open this up and expand it a little. Fabi XN05 mit 5 Monaten Sub. Vielen, vielen Dank dir. More. Put my nice pool table right here. Nice little pieces of art. I love this room too because... Ja, diese Art Piece ist ein bisschen random, der Rest gefällt mir aber sehr gut. All the doors open all the way up, so it give me the whole little outside. Das ist so heftig, einfach so, du kannst alles aufmachen und dann hast du so einen offenen Raum mit Pool und so. Heftig. Yeah. A lot of gambling goes on this table. Pool and a lot of other things. Alright, now we're in the... 2 Inseln in der Küche ist geisteskrank. Kitchen. I love the double island setup because of 9 or 10 of us, we all would just sit here. The kitchen is almost the meeting area. Drinking, eating. I got leather countertops. I like the black vibe versus like the traditional granite or like marble. I wanted to go like black because we do use it a lot and I don't want to like stain it as much as possible. This is my bachelor pad, so I don't cook here. I have a chef to come here and cook for us.
But sometimes when mit Koch ist ganz clever. I don't have a chef. My kids like want me to cook. Just something cool for us to do. Last thing I cook for my kids was maybe like tacos. Doppelt hält besser, ja, stimmt. Tuesday, something like that. If I cook, it's gonna be like something cool, like something for them. They could kind of help me out a little bit. I have a few art pieces starting to get into it. This is a piece from a Black Atlanta artist, Horace Imhotep. Kind of just give me the vibe of a little young black boy, but in his eyes, dream for the stars. Finde ich, ist bisher, glaube ich, das beste Art Piece. Also finde ich cooler als dieses random abstrakte Bild. My favorite part of the kitchen would have to be like the Nana windows. It open all the way up. Then kind of gives you the whole inside, outside feel. Ja, auch hier sehr, sehr krass. And you having like a pool party or people. Ich glaube, wie sind die Temperaturen in Atlanta? Ich glaube, das ist jetzt nicht so übelst wie in Kalifornien, so warm. Das heißt, ich glaube, er wird das nicht so oft nutzen, aber es ist geil, die Funktion auf jeden Fall zu haben. Gemälde in der Küche, aber schwierig. Ja, stimmt. Stimme ich dir zu. Water in the house and stuff. They come here and get their food from the chef. These are my panel refrigerators that match all my cabinets and whatnot. Don't really have a lot of stuff in here. Because we hardly ever hear. Water, little Gatorade, just to... Ich dachte erst mal kurz, dass hier wären Eier und die wären so geisteskrank riesig. Minor stuff. I'm big on water, I drink a lot of water. Same. Lately I've been... Sehr, sehr nice. Gefallen mir richtig gut, diese Stühle. In my Miami crib, so I haven't been here. The last time I was here was for my son's kindergarten graduation. He had a party with 30, 40 kids and my family came over. I like to have parties here. This is the dining room. Krass, dass der Tisch so weird shaped ist, gefällt mir auch sehr, sehr gut. It's not for dining, because I love these chairs so much and I don't want people to get comfortable just getting this dirty. So for now, this is just a statement piece. I have an Italian imported marble table from the Vitality Collection. And my designer actually came up with that. She designed this table one-on-one for me, so you won't see this table nowhere else. Ja, okay. Das ist schon echt ein fetter, fetter Marmorbrocken, der dafür, glaube ich, draufgegangen ist. This is a little chill area. Marble chair, I have a few of these. I had a smaller one. Ich glaube, dieses gestreifte ist jetzt nicht so mein Taste, aber gut. My kids too. This is one of the places I can sit down and talk on the phone. Nobody don't sit over here but me. Boah, das ist heftig. Die Wand feiere ich ja geisteskrank. Ist das so eine dunkle Holzwand oder ist das ein Vorhang? Ich glaube, ein Vorhang. Aber stellt euch mal vor, das wäre auch so eine dunkle Holzwand. Das wäre ja auch geisteskrank. This is my primary wing. Ja, okay, okay. The glass doors on the closet. My two sons, Loyal and Jason. This is like an oval. Loyal and Jason. Floor closet. It's the summertime right now. These are like winter clothes, pants. And whenever I run out of space in one of the other cribs or something, I just bring my overflow stuff here. I have a lot of significant pieces in here, I'm sure. This right here is actually an outfit that I wore on tour. Alter, die Wesel Pearl Denim. Nein. Ja, cool. Für Bühnenoutfit auf jeden Fall valid. So eventually I frame this up and hang it. A couple jerseys from different little states I go to perform and they give me jerseys. I like this closet setup though. I don't wear nothing in here. It looks great though. Sneak closet. Mir gefällt der Kleiderschrank. Ich trage nichts von hier, aber es sieht geil aus. Okay. And a lot of these shoes are shoes that I'm probably not gonna wear again. Well, I will wear these. Pair of Yeezys. Mm-hmm. Die Red Octobers. Oh, die Rose Gold Skeleton. Kommt auch sehr, sehr nice. Mit Bracelet daneben immer schwer, weil kommen Kratzer rein, aber ich glaube, ihn brauchst du jetzt auch nicht jucken. Super. The only but one of the cool pieces in here. I usually bring my clothes when I come here. To the point where the shoes are almost like art color coordinated. Just some little eye candy for when you walk in the bedroom. This is an infinity couch, which is so soft, feels like a cloud. You can lay out on it, you know? Cool little vibe. In this area, I really love the lighting. So, wie so ein Art Piece mit diesem Unendlich-Zeichen. Also, deswegen heißt die auch so, aber. Here, I have the chain sheer walls. A lot of stuff is like kind of art to me versus useful. And this is one of those places that when I walk in, it just looks super sexy to me. And this is where the magic happens at. I'm not here a lot, so a lot of magic don't happen in here. Fireplace, nice TV. I like the wall fixture, and I also love the ceiling. Kind of like a piece of jewelry imported from Italy. Nice little swing.
you know, ceiling joint. I actually sit here a lot though. This is like a cool little chill spot to me. I like to move, I don't like to sit still. So, yeah, come quick. But even when I'm sitting down, I'm still moving. Magic could also happen right there too. Ach krass, die haben einfach, das war es jetzt so vom Schlafzimmer, die hätten schon mal das Bett noch so zeigen können, weil das sah geisteskrank riesig aus und so. Aber hier die Badewanne kommt auch sehr krass. Bathroom, which I think personally. Krass, auch mit diesem Rauchglas hier. Puh. Is one of the most stunning parts of the house. Everything super clean, like a nice hanging sink. I got a slits in the marble for the water to go down. Keep a double sink, you know. Super krass. Ist das hier auch so ein dunklerer Spiegel, so wie so Rauchglasspiegel? Weil falls ja, das ist relativ unpraktisch für dich, oder? It's out my way, I'm out your way type of thing. My tub weighs a couple tons. We actually had to get it lifted through the window for it to be able to go in here. Amazing tub. I haven't took a bath in here yet. One day I will though. And this is was? Der hat da noch kein Bad drin genommen, hat sich aber aus Italien anschiffen lassen und durchs Fenster mit einem Kran reinholen lassen. Das ist crazy. So I can easily spend an hour in the shower. Nice shower, big enough, very relaxing. I love the window vibe, little LED vibe. Everything's super cozy in here. Then last but not least, I got the fireplace in the bathroom. Blue LEDs in the shower. Da würde ich eher was Cozyes nehmen. I'm usually super cold when I get out. When I first wake up in the morning, I'm usually super cold. So I can come right here and check my messages or whatnot. I love this bathroom. Where I get a lot of inspiration from the bathroom and the houses. Being an artist and going to different places, I've stayed in a lot of hotels, a lot of Airbnbs. Then when I come home, I don't got that same feeling. So I wanted to have that same feeling when I go to the nicest places in the world and how they bathrooms and how they houses look. I wanted to, you know, piggy out that a little bit. Oh, der kommt auch krass. Kino. It's my theater room. I want it to be different from my other theaters. These little cubbies, you can have your own little personal space. You actually Loki, aber schade, weil stell dir vor, du bist da mit deinem Girlfriend oder deiner Frau drauf. So, und jeder muss so auf einem separaten Ding sitzen, weil das so für eine Person ausgelegt ist. Two people can fit on here. So you got your little date, a little movie night. Y'all could be separate or y'all could be together. They also each have a little table, you know, the movie theater. Popcorn machines and all that type of stuff in here. I got these like movie script posters all around the room, but this one is the most significant to me. This is the documentary of my life called Untrapped. It's actually on Amazon Prime, you can go and see it. But that's the vibe of it when you come in. Schon krasser Flex, cool. Movie theater, now playing. And we got a couple more. Juice Boys in the Scarface, you know, got a little whip. Scarface, sehr gut. Ja, Taste, auch Top 3 Filme für mich. Das kommt schon sehr, sehr nice. Ich, für mich persönlich, hätte hier drum vielleicht noch so ein Holzplanken gemacht oder irgendwie noch ein bisschen größeren Bereich mit Steinen, weil ich dann immer denken würde, ich trage die Wiese so mit in den Pool, oder? Aber trotzdem natürlich geisteskrank, ne? Das ist jetzt hier nicht so auf Krampf, diese so, na, ich hätte mir das Haus nicht geholt, weil mich stört da, dass der Rasen so nah am Pool ist, deswegen habe ich mir was anderes geholt, so. Type of vibes. This is my backyard. My kids love swimming. They spend most of their time in the pool. Maybe I'll go for a swim today when I get my kids. Nice jacuzzi. Ist Kunstrasen eher umso weirder, oder? Nice seeing areas. I'm also weil irgendwie finde ich fehlt unter so Sitzgelegenheiten. Also ich, ah, das gibt mir irgendwie so komische Vibes, wenn das Kunstrasen ist. Out a lot. I do a lot of recreational things outside. Klar ist das cleaner und so, aber This is my basketball court. We spend a lot of time on the basketball court. Good exercise, little workouts. A lot of money's been made here. And lost. People don't think I can play basketball, but I actually ain't that bad. And I be having a lot of kids, my little nephew, them, they little basketball cousins and stuff. So I wanted like three little hoops where everybody could use the whole court or use different courts or whatnot. This playground actually come from one of my old houses. In the future, I think I'll build me a gazebo over here or something. And this is another part of the backyard. Geil, dass deine Kinder da auch so was zum Spielen haben. Of course, if you're gonna have a bachelor pad, you gotta have a grill. The chef comes and get on the grill. This is actually more of my outdoor kitchen, I like to call it. The stove outside, dining table. I love this area. One of the only places that you're gonna get shade in the backyard for real. So I definitely like this area. Take you a nap
The mosquitoes don't kill you. It's definitely like a center space for me. I can watch the kids while they're in the pool, shifts in there. Das people klingt schon need. Nach einem auf jeden Fall vernünftigen Vibe da. I mean, I can kind of sit right here. This is like a midpoint for me outside. Eine sehr, sehr krasse Haustour. Also wirklich eine 9 von 10. Sehr, sehr wenig zu meckern gehabt. Geisteskrank gewesen. Sehr krass.